Aber jetzt lächel doch mal. Nicht so romantisch. Lächeln, hast du gehört? Wir befinden uns hier in Köln-Fühlinger See und wir besuchen jetzt das MPS, das mittelalterliche, wie heißt Fantasiespektakulum. Mittelalterliche Fantasiespektakulum 2019. Wetter ist nicht ganz so geil, es ist ein bisschen windig, es ist ein bisschen frisch und ja, es hat auch vorhin schon ein bisschen geregnet, aber wir machen mal das Beste draus. Winke mal! Was haben die da? Edelsteine und Schmuck. Edelsteine, echte? Ja. Sehr gut. Schatz, das ist auch eine. Ah, der Zuckerwatte. Oh, mit Rot. Tja, mit langen Schlangen muss man hier auch mal rechnen. Nicht immer Film, auch mal ein Foto. Ja. Wespe. An. Kommen Sie mal von der Mülltonne da weg. Kommen Sie mal mit. Mit dem Wetter haben wir jetzt ja noch so ein bisschen Glück gehabt. Die Sonne kommt zwischendurch immer wieder raus. Geregnet hat es eigentlich nur heute, ja, heute Mittag, als wir hier waren. Und mittlerweile geht es eigentlich. Zu sein. Einer friert und deckt sich mit dem Ball zu. Herrlich.
Schatz, dann machen wir auch gleich, ne? Mhm. Komm hier. Er liegt nicht auf dem Ball. Die Narren haben den ersten Meter gemacht. Des Weiteren wäre sehr wunderbar erwähnt, liebe Kinder, alles was ihr hier seht, kann ich auf jedem Schulhof gebrauchen. Sieg also für die aus der Heimat! Die kommen ins Endspiel. Hier und ihr habt ja auf den Bildern vielleicht auch gesehen, es sind unheimlich viele Cosplayer hierbei, also Leute, die sich halt so richtig in Schale schmeißen. Und wir sind jetzt also kurz davor, hier aufzubrechen. Wir haben uns hier alles angeguckt, wir haben reichlich gegessen. Man muss sagen, das finde ich so ein bisschen schade, dass so die Imbissstände, die sind hier wirklich relativ teuer. Also du bist so ein kleines Schälchen und dann zahlst du zwischen 5 und 7 Euro. Ist schon ziemlich happig. Aber dafür wird dir auch insgesamt hier einfach eine Menge geboten. Du hast hier, glaube ich, vier Musikbühnen, wo verschiedene Bands auftreten den ganzen Tag. Ihr hört vielleicht auch im Hintergrund. Da sind hier die Dudelsack-Jungs. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die geben aber Vollgas. Wir haben uns jetzt hier alles angeguckt, war ein schöner Tag und das war's, würde ich sagen. Wir fahren jetzt gleich nach Hause und hast du noch was zu sagen? Nein, sie fehlt einfach. Aber nichts hinzuzufügen.